Heute treffe ich mich hier im Seelencafé mal wieder mit einem ganz besonderen Menschen, mit einer Frau, die ich vor vielen Jahren so ganz zufällig kennenlernte und die mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf und vor allem aus dem Herzen ging. Peggy Rocktäschel. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Peggy. Wir beide wollen heute einmal Dimensionsräume öffnen. Ich möchte so gern mit dir mal in deine faszinierenden Welten eintauchen. Mal gucken, wo es uns beide hinführt. Und ja, ich grüße dich mal ganz herzlich hier aus dem Bayerischen Wald. Wo bist du im Moment, Peggy? In Berlin, in der Mutterstadt. In Berlin. Wie schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Danke für die Einladung. Danke. Peggy, in Berlin sind wir uns auch das erste Mal begegnet, ne? Wo war das? Bei Rüdiger Lenz. Bei Rüdiger Lenz. Genau, da war die Sendung Empathie. Ach Gott, da war ich ja noch ein Küken. Da war ich noch ganz frisch. War furchtbar aufgeregt. Und da liefst du mir irgendwie in der Maske in diesem Raum über den Weg. Natürlich über den Weg. Ich saß ja in der Maske und du kamst rein. Kannst du dich erinnern? Stimmt, stimmt. Und ich hatte ein Buch dabei von mir und habe das für dich signiert. Das war eins der ersten Bücher, die ich signiert habe. Ich weiß noch, ich habe deinen Namen falsch geschrieben. Und ich war so aufgeregt. Ich kannte dich noch nicht, aber ich wusste, da passiert irgendwie gerade was ganz Magisches. Und du hattest gar keine Zeit und wir haben uns dann lange, lange aus den Augen verloren. Bis vor kurzem, bis ich in mir das starke Gefühl hatte, ich muss nach Würzburg zum Welt im Wandel-Kongress. Ich wusste, du bist da und ich war überhaupt nicht, ich stand auf keiner Liste, ich war nicht eingeladen. Der Oliver kannte mich auch gar nicht, aber ich bin irgendwie gefühlt 5 Stunden gefahren, weil es mich dorthin zog. Und irgendwie, oh Wunder, landete ich mit dir auf der Bühne. Jemand fiel aus, ich durfte einspringen. Und das absolut Irre war, dass du, ohne dass du ja wusstest, dass ich komme, mein Buch dabei hattest. Ich hatte es nicht dabei, weil ich an sowas immer nicht denke, aber du hattest es dabei. Wie kamst du dazu, mein Buch einzupacken? Also bei der Vorbereitung der Interviews spürte ich schon, dass irgendwas klemmt. Also irgendwie wusste ich instinktiv schon, dass einer ausfällt. Ja, der war schon krank, der Gast, und hatte schon gekränkelt und meinte noch so Anfang der Woche, ah, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Und dann hatte ich das Telefonat mit Christiane Hansmann. Und Christiane Hansmann, die ich sehr, sehr schätze und liebe, wir sind auch immer sofort in so einem Raum. Irgendwann sagte sie nur ganz kurz, dass sie mit dir irgendwie Kontakt hat oder irgendwie hat sie deinen Namen kurz erwähnt. Und dann sage ich, ey Mensch, die würde ich ja gern mal interviewen. Und Christiane sagt, naja, du, keine Ahnung, vielleicht triffst du sie irgendwann, ja. Und wie es so war, packe ich die Bücher der Gäste ein, wie immer, falls ja einer sein eigenes Buch vergisst. Ich habe das nicht bewusst eingepackt, habe aus dem Bücherregal die Bücher genommen, die stehen dann immer hier, ja, guck noch mal rein, blätter durch. Und es war irgendwie mit dabei. Und dann bin ich nach Würzburg und Oliver Schill, der Produzent, ja, der sagte noch, Mensch, was machen wir denn jetzt und so, wir haben jetzt einen Slot. Dann sage ich, vertrau, irgendwas passiert. Ich weiß nicht, was passiert. Und zur Not setze ich mich da auf die Bühne und lege Karten. Es war kurz vor der Pause. Ja, und auf einmal kommst du da die Treppe hoch. Das war alles schon irgendwie total klar. Irgendwie war das alles schon geplant. Mir war es nur nicht bewusst, aber ich habe das längst erschaffen gehabt. Und ja, und dann standest du vor mir und es war ja wirklich nur 2 Sätze. Ankerste Zeit, komm auf die Bühne und zack, zack, schon saßen wir da oben ohne Plan, ohne irgendetwas. Und das war im Grunde auch so der Wendepunkt dieses Kongresses, gefühlt. Ja, ja, die Energie hat sich verändert, gell? Ich habe gespürt, dass viele, das war der erste Kongress, so der richtig große, wie danach
Corona, ja, nach dem ganzen Lockdown, die Menschen waren irgendwie noch zögerlich und die Energien waren noch so, das Alte mitnehmen. Wir reden auch noch ein bisschen übers Alte. Aber du kamst dann in der Pause und dann haben wir gemerkt, wie das alles sich dreht, weil es geht nicht mehr um das Alte. Und dann ging auf einmal der ganze Saal hoch und wir haben alle dasselbe gespürt, dass das Weibliche jetzt hier ohne Ziel, ohne Plan das Ding übernimmt. Ja, und das war natürlich sensationell. Wir haben doch beide noch geweint auf der Bühne und die Leute haben geweint und ja, du hattest dann noch dein Seminar, was überlaufen war, wo sie alle zu dir gestürmt sind. Ja, aber das war das, was es gebraucht hat, ne? Und das haben nicht mehr wir geplant. Wir hatten das von Anfang an nicht in der Hand. Also da hat wirklich eine höhere Weisheit die Strippen gezogen. Auf meiner Seite hier, ja, um mich nach Würzburg zu bringen, auf deiner Seite, für die Menschen. Und das erlebe ich so oft. Und das ist so eine Magie. Und ich erlebe aber auch das Alte, diesen Dimensionswechsel in uns und in den Menschen und dass viele noch so am Alten festhängen. Was mich aber so besonders geflasht hat, das war das zwischen uns. Wir haben uns dort das allererste Mal bewusst unterhalten und doch ist es gefühlt mit dir, als würde ich dich oder als ich kenne dich in- und auswendig. Ich fühle dich durch und durch. Und das ist so eine dieser magischen Verabredungen in diesem Leben, dass sich Menschen wieder begegnen, die eine wichtige tiefe Rolle füreinander spielen, jetzt in diesem Sprung. Also so erlebe ich dich. Du faszinierst mich unendlich. Du hast eine Tiefe, eine Weite, eine Anbindung, die seinesgleichen sucht. Und wenn ich dich mit so manchen Menschen im Gespräch sehe, in den Videos, dann denke ich mir oft, es müsste eigentlich umgekehrt sein. Mich interessiert das mal ganz persönlich. Hast du Menschen in deinem Umfeld, mit denen du so in deine hohen Welten tauchen kannst, mit denen du da so philosophieren kannst, fliegen kannst, spielen kannst in diesen ganzen Dimensionen, die für dich offen sind? Oh, was für eine Frage. Ja und nein. Also ich habe verschiedene Erfahrungsebenen, die ich bediene. Ich würde es mal so beschreiben. Irgendwann habe ich verstanden, dass ich Zeitsprünge mache gleichzeitig. Ja, ich switche sehr schnell, worauf mich andere früher schon aufmerksam gemacht haben, dass sie mir manchmal nicht folgen können. Es hat ziemlich lange gebraucht, um zu verstehen, dass das parallel läuft und zeitgleich auch in einem Zeitbewusstsein geschieht. Als Beispiel, ich habe einen Alltag, ich nehme die Welt wahr, wie jeder andere, ich gehe einkaufen, ich koche, ich kümmere mich darum, dass mein Hund hier regelmäßig rauskommt. Also so, wie man es macht in der Materie, in der physischen Erfahrungswelt. Aber es gab schon immer etwas in mir, was immer irgendwie rückgekoppelt hat, was ich im Außen wahrnehme. Ich habe irgendwann verstanden, dass alles, was ich wahrnehme, ich bin. Und es löst eine gefühlte Wahrheit in mir aus, wo der Verstand nicht hinkommt. Und das war eine sehr wackelige Phase. Da bin ich fast manchmal, ich dachte, ich werde verrückt. Ich konnte Menschen zuhören, was sie sagen. Ich konnte zeitgleich verstehen, was sie meinen in ihrer Erfahrungsebene. Habe es aber innerlich sofort übersetzt, das ging dann automatisch und habe aus einer anderen Sicht, aus einer anderen Ebene heraus alles gleich wahrgenommen. Ja? Also wo der steht, wie dieser Mensch fühlt und dass es für ihn immer wahr ist. Und dass er oder sie immer meine Wahrheit ist, jetzt. Und zwar durch das Gefühl, was er oder sie in mir jetzt aufsteigen lässt. Und das ist die Erfahrung. Und ich bin dann Menschen begegnet, wo es immer schlimmer wurde, im Sinne von schlimm im Sinne, am Anfang konnte ich damit gar nicht umgehen, weil ich nicht wusste, ist der jetzt in mir? Oder bin ich jetzt wirklich verrückt, weil ich überhaupt kein Gefühl mehr habe, was ich bin?
die Welt, also die Energien vermischten sich. Und ich bin dann sozusagen wie über so eine Schwelle getreten, die vorher mich geschützt hat, unbewusst. Und diese Schwelle hieß, es gibt ein Außen und ich bin Peggy und nehme ein Äußeres wahr, fühle mich dadurch manchmal im Zweifel, im Opfer. Aber es gibt eine Welt, die mal bedrohlich ist und mal irgendwie ganz nett ist. Bis es bei mir geklickt hat, wo ich gewusst habe, es ist nur die Rückkopplung meiner eigenen inneren Wahrheit. Es ist der Ausdruck meines wahren inneren Zustandes. Immer, weil ich nehme nur aus diesem Zustand heraus wahr. Ich habe mir so ein kleines Bild im Kopf zurechtgebastelt, um es zu verstehen für mich. Ich nenne es mal ein Avatar. Ja? Es gibt Seelen, denen begegne ich und denen begegne ich nicht täglich. Das sind Begegnungen so wie mit dir. Da schaue ich dich an und du erinnerst dich, wir saßen am Ende, wir wollten weg von den Menschen. Uns fühlen, saßen wir unten auf so einer Laderampe in der Tiefgarage und haben uns erkannt, zeitgleich als Rockermädels an so einer Busstation irgendwie im Lager, im Kinderlager, Ferienlager. Also diese Energie war das, ja. Und zeitgleich war ja oben Remi Demi, die ganzen Menschen, und noch eine Stufe höher war ja schon die Gala am Laufen. Das heißt, wir saßen im Keller. Wir waren aber zeitgleich in jeder Etage und konnten uns wegschmeißen vor Lachen, weil wir genau wussten, was passiert. Und wir mussten gar nicht mehr da hoch, weil wir die Party ja sind in dem Moment. Das kann immer keiner rauchen. So, und dann habe ich für mich zusammengebastelt, okay, das ist wie ein Gitternetz, so habe ich mir das vorgestellt. Da ist die Anke, da bin ich. Und die auf meiner Frequenz sind, die treffe ich an ganz bestimmten Knotenpunkten, wo es für mich und für die Person dran ist, wo der Schlüssel jetzt gedreht wird und wo jetzt ein Raum aufgeht, wo ich nur einmal den Menschen in die Augen gucken muss und ich bin wieder erinnert an das, was ich bin. Das heißt, es bleibt dann in diesem Raum, wenn ich nur an dich denke, bin ich sofort drin. Gehe aber immer wieder, das muss ich überlegen, wie ich sage, zurück, so kann man es eigentlich, ich falle, und so kann man es sagen, ich falle eigentlich freiwillig zurück in meine Erfahrungsebene des Alltags, der Wahrnehmung der Form, der materiellen Ebene, des Geldverdienst, des Umsorgens, Versorgens, Liebens und meiner kleinen Dramen, ja? Die wir ja alle, um meine Kernthemen zu lösen. Aber wenn ich dann an dich denke oder an besondere Gäste denke, die sind über die Jahre mit mir verbunden und die sind nicht in meinem Alltag, aber einmal getroffen, tragen sie mich. Es ist ein Erfahrungsraum, der dann seitdem existiert und ewig wirkt. Und so kann ich für mich einfach da andocken und fühle mich gut. Also ich muss dich nicht anrufen, um das zu fühlen. Da muss ich nur an dich denken. Und ja, jeder so, den ich da getroffen habe, der so tickt wie ich, hat so seine eigene Welt, ist auch ein Leader auf irgendeiner Ebene und gleichzeitig Schüler. Und wurschtelt sich so in seiner Erfahrungswelt so durch und ja, hat so in seinem Universum seinen Auftrag. Das ist so ein Hand in Hand durch diese Zeit gehen. Gell? Und ich habe auch diese besonderen Menschen in meinem Leben. Und was du vorhin erzählt hast mit diesem alles parallel, alles zeitgleich, das kenne ich natürlich auch zur Genüge. Für mich fühlt sich das, oder am Anfang dachte ich, ich bin hochgradig schizophren. Und mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich habe irgendwann begriffen, ich bin alles. Und das war dann keine Theorie mehr, sondern gelebte Wirklichkeit. Und ich switche auch, wie du es so schön gesagt hast, von einer Ebene in die andere. Manchmal nehme ich die alle parallel wahr oder die Hauptebenen, Zeitlinien parallel wahr und habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Das ist eine Wahrnehmung, als hättest du viele Fernseher gleichzeitig. Und nimmst sie auch, kannst, je nachdem, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, der wird größer, aber die anderen laufen parallel mit. Und da spreche ich selten drüber, weil viele Menschen können dem nicht folgen. Aber du tickst genauso. Ich hatte schon eine Situation, wo ich auch echt,
In Interviews passiert es mir manchmal, wenn du jemandem zuhörst und dich komplett öffnest und empfängst, schaust du an jemand wie vorbei. Du, jetzt wärst du auf der Droge so, du guckst du so ein bisschen mit dem Auge hier. Du siehst ein bisschen verschwommen, aber plötzlich siehst du, also mir ist es so gegangen, da war ich mal am Anfang sehr erschrocken, da guckte ich durch die Menschen durch und sehe dahinter noch ganz viele andere Gesichter, wo du praktisch das Gesicht selbst erkennst von der Energie, aber es ist immer ein bisschen verändert in verschiedenen Leben gleichzeitig. Und dann sitzen da 5 Leute vor dir. Und dann musst du den angucken und dem Interview folgen und verstehst gerade, dass du hier ins Feld guckst. Du, bei mir war das mal so schlimm. Ich habe dann Worte gehört, ich habe Sätze gehört, ich habe mich auf einen Menschen konzentriert, wollte ihm hier auf dieser Ebene begegnen. Und er hatte mir irgendwas zu erzählen. Und ich konnte zeitgleich aber Zusammenhänge und Geschichten sehen, die mit dem zu tun haben, was er mir erzählt hat. Ich habe Worte gehört und musste mich total anstrengen, das auszublenden, diese erweiterte Wahrnehmung, um ihm hier folgen zu können. Manchmal hieß es dann, Anke, du hörst mir ja gar nicht zu. Oder sie haben gemerkt, ich bin irgendwie abgelenkt. Und das musste ich trainieren. Das kenne ich ja. Ja. Also ich verstecke mich so ein bisschen hinter der Rolle, in der Rolle der Moderatorin. Penny McLean hat damals zu mir gesagt, hat irgendeine Frage gestellt. Da guckt die mich an und sagte, du stellst diese Frage, du bist doch schon längst ganz woanders unterwegs. Und dann sagt sie, ist doch schön angenehm in der Rolle der Moderatorin. Ne? So. Und ich saß da, ich sage, was meint die denn gerade? Ne? Ich wollte es gar nicht wahrhaben, was sie sagt. Dabei lebe ich das schon die ganze Zeit. Aber es ist für mich eine wahnsinnig aufregende Reise, wenn ich die Gelegenheit habe, mich hinzusetzen, Fragen zu stellen und wahrzunehmen, was da wirklich in mir passiert, in dem Raum passiert. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich nur den Raum öffne und jeder, der da sitzt, hat was zu erzählen. Ich entscheide nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich lasse den Raum auf, dass die Menschen gesehen werden mit ihrer Geschichte und ihrer Wahrheit. Denn das, was sie erzählen, ist wahr für sie. Entscheidest du dich, das für wahr zu empfinden, dann ist es auch deine Wahrheit. Dann kaufst du das Produkt, gehst zu dem Seminar, wie auch immer. Kleine Lebensreise, ein kurzes Stück zusammen. Aber wenn du dich dem öffnest, und es gab auch schon Gäste, da saß ich da und dachte, und ich bin Wort, ich bin jetzt mein Gegenüber, wo ich Schwierigkeiten hatte, ins Feld zu kommen. Und wenn es dann, ich merke sofort, wenn was im Kopf ist. Und da habe ich zunehmend jetzt Schwierigkeiten, dass ich nur dem Kopf nicht mehr folgen kann, weil hier läuft schon eine ganz andere Ebene. Und es, also manchmal ist es einfach zu kompliziert, wie der Kopf das erklärt. Und ich glaube, es geht nicht wirklich mehr um das Gespräch, was du sagst, sondern es geht um den Raum dazwischen und das, was da biochemisch passiert zwischen 2 Menschen. Und der Zuschauer selbst ist ja schon präsent bei der Aufzeichnung. Und wenn man das wahrnimmt, wenn man in die Kamera schaut, dass du längst den Menschen siehst, der heute selber noch nicht weiß bei der Aufzeichnung, dass er irgendwann zuschaut und doch hat er es schon bestellt, sonst würde ich das Interview gar nicht führen können. Sonst wäre es ja gar nicht in Planung gekommen. Das heißt, dieses Kollektiv hat mich erschaffen. Als kleines, ja, Mädel, was da gerade mal auf der Couch sitzt, nur damit sie die Fragen beantwortet bekommen, die sie unbewusst längst in sich haben oder bewusst formuliert haben. Es ist so irre, ich muss kurz reingrätschen. Ich habe eine Frage, du erzählst und ich habe dann, in mir kommt eine Frage und ich möchte dich aber nicht unterbrechen. Und dann, warte, warte, und dann beantwortest du, ohne dass ich sie verbal gestellt habe, beantwortest du sie, weil sie im Feld war. Und das ist genau das, worüber du gerade gesprochen hast. Irre, das ging mir jetzt, so lange unterhalten wir uns noch gar nicht, es ging mir jetzt schon zweimal so. Sagenhaft. Du weißt ja oder du merkst ja, wenn du den Raum öffnest für dein Gegenüber, dass du dich in sein Feld einklingst. Ja, und dass diese Felder sich vermischen. Das sind ja wie zwei Hauptcomputer, die andocken und Daten austauschen. Und du selbst bist unglaublich offen. Das heißt, der andere geht auch in dein Feld. Merkst du das? Fühlt sich das oft unangenehm an, gerade weil du sagst, wenn sie dann im Kopf sind?
Und spürst du auch diesen Informationsaustausch Ich energetisch? merke gerade, dass das Internet, merkst du gerade, es hakt ein bisschen, weil wir hier gerade schon wieder eine Energie haben. Die Technik sagt gerade, ich komme nicht mit. Ich bin gespannt, ob das Netz das durchhält jetzt. Wir lassen es laufen, die Aufzeichnung. Die Frage, wie war die Nummer? Ich habe sie dir eigentlich schon zugeschickt. Wenn du mit Menschen im Austausch bist, im Gespräch, so wie wir beide, wir klinken uns energetisch ineinander ein. Du bist in meinem Feld, ich in deinem. Und wir sind beide absolut offen. Und es geschieht ja mit fast allen Menschen, auf die wir uns einlassen. Spürst du das, dass viele noch so eine alte Energie in sich tragen, dass viele Frequenzen in sich tragen, die unangenehm sind? Und wie gehst du dann damit um? Ich hatte mal ein Interview, da ist es mir am deutlichsten gekommen. Da bin ich an einem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ich beende das. Ich bin nicht mehr Moderatorin ab diesem Moment. Ich stelle keine Fragen mehr, ich habe keine mehr. So ungefähr war das. Da habe ich gemerkt, dass ich im Gespräch immer komplizierter werde. Also ich wurde immer enger und ich habe irgendwie versucht, meine Frage zu formulieren. Also ich wurde in Gegenwart dieser Person immer enger, kleiner und rutschte in so eine Rolle rein. Das Dummchen, das Kleine, was du jetzt fragt, und wurde dann auch noch gemaßregelt und zurechtgewiesen im Interview, so nach dem Motto, so fragen ja schon wieder im Ich. Da bin ich aber in eine Energie reingekommen, wo ich gemerkt habe, Moment mal, das bin doch gar nicht ich. Wie werde ich in Gegenwart dieses Menschen auf einmal so, oh, sag mir was. Ich habe etwas, was du, also du hast was, was ich brauche, und gib mir das. Der hat meine Muster getriggert in der Tiefe. Und ich habe gemerkt, das ist so mein Schlüssel, was ich für mich mitgenommen habe aus dieser Erfahrung. Immer wenn ich merke, ich werde kompliziert und ich überlege zweimal über eine Frage, wie ich sie formuliere, bin ich schon in einem Muster. Und dann habe ich mit jemandem zu tun, der seine Energie bezieht aus mir, weil er mich in einem Muster hält. Macht er nicht bewusst. Aber was interessant ist, ist, dass es Menschen gibt, die, warte mal, wie soll ich das formulieren? Sie halten dich auf einer bestimmten Ebene gebunden, weil du damit sie bestätigst. Und dann kommt der zweite Schlüssel, den ich erkannt habe, wenn ich darüber nachdenke, welche Frage ich stelle, weil ein Gefühl in mir sagt, musste ich auch lernen, tritt dem nicht auf die Füße hier. Halt ihn mal schön in seiner Wahrheit, schick das über den Äther, aber beschütze ihn vor seiner eigenen Wahrheit, die da halt gerade Peggy Rock Teschel, die mir gegenüber sitzt. Das heißt, ich löse ja was im Gegenüber aus. Und ich habe mein Leben lang ein unangenehmes Gefühl bei Menschen gehabt, weil ich gespürt habe, dass, wenn die mit mir zu tun haben, sich nicht wohlfühlen. Sie wollen einerseits mit mir Spaß haben und zusammen sein, aber kommen sie mir zu nah und haben mit mir länger zu tun, dann fangen die Prozesse an zu laufen und die halten mich nicht mehr aus. Also Verlockung und Abwehr, das ist ein Widerspruch, ja? Sie wollen, aber können in sich selbst das nicht anheben, also müssen sie auf irgendeiner unbewussten Ebene ihre Rolle weiterspielen, damit das getragen wird. Ich bin ein Empath und habe das immer gedeckelt, habe mich dabei aber selbst verraten und wurde immer, habe mich selbst dadurch verschlossen, in der Energie gehalten. Und dann habe ich gemerkt, meine ganze Strahlkraft ist raus. Also ich kann nicht wirken im Sinne von, wie ich bin. Ich werde hier, ja. So, was machst du dann? Entweder wirst du zickig, wenn du noch nicht ganz so klar bist, oder wirst pampig, willst das hinschmeißen, oder aber du erlaubst dir selbst in dem Moment zu erkennen, Moment mal, was stört mich denn da gerade? Und wo tue ich unbewusst dasselbe? Wo bin ich noch mit einer Maske? Wo bin ich gerade weil das ist ja immer sowohl als auch. Es gibt ja nur nicht nur one way, ja. Und ich habe dann irgendwann aufgehört, das zu bewerten. Ich fühle es, ich nehme es an, aber ich versuche in dem Moment immer bei mir zu bleiben, indem ich einfach nur beobachte, was ich fühle, und fühlt es sich gut an, bin ich in meiner Frequenz. Fühlt es sich eng an,
merke ich, wie jemand mich überzeugen will von etwas, weil er selbst nicht überzeugt ist und sich selbst vom Außen bestätigt fühlen muss, um sich selbst zu glauben. Und viele Lehrer sind meiner Wahrnehmung nach, die haben einen guten Job gemacht bisher. Super Methoden, super Bücher geschrieben, super. Meine Lehrer, ich habe sie alle gelesen und ich habe ganz viel gelernt. Aber viele hängen fest in dem, was sie gewohnt sind, in ihrer Methode und rutschen wieder zurück, weil das ist das, was ihnen Erfolg gebracht hat. Aber das gilt es jetzt auch mal zu hinterfragen. Es dauert nicht mehr 5 Wochen für ein Seminar. Wenn du wirklich dich entscheidest, jetzt frei zu sein, bist du es jetzt. Genau. Das nicht mehr, dieses. Vieles ist so alt und sie halten im Alten fest. Also das ist etwas, was mir ganz stark auffällt. Im Moment ist dieser Umbruch, diese Schwingungserhöhung geht so schnell und so rapide und alles, was im Kopf ist und auch was vom Kopf ausgeht, entspricht nicht mehr der Wahrheit. Also sagen wir so, es entspricht schon, aber auf einer niedrigeren Frequenz. Gehen wir jetzt in höhere Ebenen, dann zerfällt das. Das fällt in sich zusammen, das ganze Mentale. Und viele Menschen bleiben auf dieser Kopfebene. Und das ist schade. Ja, das liegt daran, dass sie im Grunde, also durch die Frequenzerhöhung, also ich kann nur immer von mir sprechen. Das muss niemand annehmen, was ich sage. Ich sage aber jedem, der mit mir zu tun hat, fühl einfach, was die Begegnung mit mir macht. Löst es gute Gefühle aus, umso besser. Löse ich etwas aus, was unangenehm ist. Füllegefühl, Wut, keine Ahnung, was es ist. Oh, die nervt mich. Sei froh, dann freue ich mich, weil wenn ich das in dir schaffe, dass du in Berührung kommst mit dem, was in dir gelockert werden will, was ich jetzt zeigen will, bin ich doch froh, dass ich dir gedient habe. So, und die Emotionen, uns hat niemand beigebracht zu fühlen. Wir laufen nur vor unserer Vergangenheit weg, die in unserem Körper gespeichert ist, als biochemische, festgehaltene, verfestigte Emotion, eine Traumaenergie. So, aber die Frequenz erhöht sich. Du musst ja irgendwie das jetzt anheben. Und sie halten nicht bewusst fest. Sie wollen ja irgendwo hin. Sie wollen ja mit. Sie wollen ja. Jeder Mensch will dahin leicht sein. Das Problem ist, sie haben nicht gelernt, dass das, was sie fürchten, nur ihre Vergangenheit ist, die sie längst überlebt haben. Es kann dich nicht mehr umbringen, was auch immer du da fühlst. Ich glaube, das wahre Portal sind wir, indem wir die Gefühle annehmen. So wie ich ein Interview versuche zu führen und zu sagen, ich bewerte das nicht, nicht gut, nicht schlecht, sei da für dich. Lass es geschehen. Und dann passiert natürlich eine Blaupause, wo du nicht mehr denken kannst. Dann passiert auf einmal, dass du im Supermarkt an der Kasse losflennst. Dann passiert, dass du morgens aufstehst und dich fragst, Mensch, ich bin doch eigentlich schon so weit, ich habe das doch verstanden. Und bums, haut's dich um. Ja, dann kommst du da eine Woche und rammst, weil du wieder in dem Babystadium der Erstarrung bist. Es ist immer Ohnmacht, was darunter liegt. Und ich glaube, dass es jetzt wirklich, du kannst jetzt festhalten, was du willst. Du kannst es dir weg erklären. Das Leben liebt dich so sehr, dass es dich so lange anheben will. Und das macht so lange Aua, wie du dran festhältst an deiner Meinung. Oder wie weit du willst, Peggy. Genau. Oder was für dich das Ziel ist. Ganz viele wollen bis zu einem bestimmten Bewusstseinslevel und dann ist es auch gut. Und dann verändert sich das auch nicht mehr. Dann können sie das halten und dann wird das Leben absoluter Gleichklang. Mir ist es zu langweilig. Ich habe für mich beschlossen, ich möchte wirklich all das, was ich da erlebt und erfahren habe, hier auf diese Erde bringen. Ich möchte es wirklich zum Ausdruck bringen. Ich will wissen, wie weit kann ich das? Also wie hoch geht's und wie tief geht's? Und das sind diese Transformatoren. Du bist ja auch einer. Du kommst irre hoch in deiner Frequenz. Du ziehst jeden Mensch, der mit dir zu tun hat, den ziehst du wie ein Schornstein hoch in seine höchsten Höhen und der kann mit dir da hoch, wenn er sich traut. Und du bringst ihn aber auch in die Tiefe, um wirklich Transformator zu sein. Naja, du kommst ja nur so hoch,
wenn die Tiefe begleitet wird, ne? Also das ist ja dasselbe. Das ist ja dasselbe. Hoch ist ja tief. Genau, hoch ist tief. Und wenn ich dich beobachte, dann sehe ich, dass du immer höher willst und gleichzeitig aber auch immer tiefer. Also du bist auch so jemand, ich habe so das Gefühl, du lechzt nach der Tiefe. Nicht, ich lechze nicht nach der Höhe, ich bin so ein Luftzeichen. Ich lechze nach der Tiefe. Ich habe irgendwann für mich, ich saß da in so einer Krise, ich wollte vom Balkon springen, und da habe ich mir die Frage gestellt, wenn es noch ein Gefühl in mir gibt, vor dem ich Angst habe, lohnt sich kein weiterer Tag zu leben. Also gucke ich immer nur, was ich fühle. Und da muss man sich nicht irgendwo hinsetzen und künstlich da an einem Thema arbeiten. Das Leben schickt dir das Thema. Das kriegt ja. Brauchst aber nicht mal drauf warten, ist sowieso da. Und dann gehe ich da rein und koste es, was wolle, egal was es dann kostet. Ich fühle das durch. Und wenn ich meine, dass ich gerade feststecke und nicht weiterkomme, ist das auch mein Irrtum immer gewesen. Da steckst du überhaupt nicht fest. Es arbeitet sich nur, die Ohnmacht wird nur noch viel schlimmer. Du kriegst nur noch eine Etage tiefer. Und dann, wenn das gefühlt ist, kommt eine Leichtigkeit, eine Freude. Das, wonach wir streben nach Freiheit, ist nicht das Ziel. Nein. Weil wenn du das Thema Freiheit hast und Lichtheit und Leichtigkeit, und in Wirklichkeit ist dein Thema Abhängigkeit, in Wirklichkeit ist dein Thema Enge, in Wirklichkeit ist dein Thema, fühl doch mal, wie erstarrt du bist auf einer tieferen Ebene und traust dich nicht zu leben. Freiheit ist nicht dein Thema. Wenn du das gefühlt hast, angenommen hast, dann merkst du auf einmal, dann drehst du dich um und bist auf einmal leicht. Welches Thema? Welches Problem? Ich war phasenlang, jahrelang eigentlich in diesem Zustand. Da war alles, alles im Gleichklang. Da hat mich nichts getriggert. Am Anfang fand ich das irre und habe gedacht, Bingo, jetzt bin ich durch, jetzt bin ich erleuchtet. Aber es konnte wirklich passieren, was will. Ich konnte alles aus dieser liebenden Wahrnehmung heraus betrachten, ohne Bewertung, ohne irgendeine Reaktion in mir. Und dann habe ich festgestellt, das ist aber ganz schön langweilig. Ja? Weil es gibt keine Höhen mehr, keine Tiefen mehr, es gibt keine Herausforderungen mehr. Es war alles nur noch in einem stinklangweiligen Gleichklang. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist das so? Und dann wurde mir klar, weil ich eine bestimmte Schwingungsebene erreicht hatte, eine Bewusstseinsebene erreicht hatte. Und in dieser Ebene war alles durchlichtet in mir. Und habe gesagt, okay, wie könnte es denn jetzt weitergehen? Und dann kam die Antwort prompt, entwickel dich weiter. Nimm eine weitere Bewusstseinsebene hinzu. Oder wenn du willst, auch 10. Und dann habe ich mich dazu entschieden, und ab dem nächsten Tag oder ich glaube ab der nächsten Stunde ging es los, dass dieser selige Gleichklang vorbei war. Da kam dann, ich hörte irgendwas im Radio, mein Mann hat irgendwas gesagt, meine Mutter rief an, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Merkte ich plötzlich, mich haut's aus diesem schwebenden Licht- und Liebegefühl heraus. Und ich rutschte in meine eigenen Tiefen. Und ab dann ging bei mir wieder dieses emotionale Harakiri los, so nenne ich das immer, wenn ich Gefühle in mir wahrnehme und ich möchte in die Tiefe. Ich bin auch so jemand, mittlerweile freue ich mich richtig, wenn mich irgendwas triggert, weil dann weiß ich, juhu, ich kann wieder eintauchen, ich habe wieder irgend so einen unbewussten Raum in mir gefunden, der jetzt durchlichtet werden kann. Habe natürlich null Angst davor, weil ich weiß, es geht nur um meine Präsenz in dieser Tiefe. Und dann wird sie, wie du schon gesagt hast, zu einem Aufzug, der dich im gleichen Maße in die Höhe katapultiert. Wenn man jetzt mal von Höhe und Tiefe spricht. Aber da bin ich ganz genauso. Ich bin auch so ein Transformator. Und alles, was ich in mir transformiere, das trage ich dann als
transformierte Schwingung in mir und gebe es an die Menschen weiter, die mit mir in Resonanz gehen. Und das tust du ja auch. Das heißt, du bist eine riesen Challenge, glaube ich, für so manchen Gegenüber, mit dem du Gespräche führst. Na, ich habe die, man hat mir immer eingeredet, ich kann nicht lieben. Ach. Und ich habe das mein Leben lang geglaubt, weil ich von Anfang an diese herkömmlichen Beziehungsbilder nicht bediene. Sie funktionieren für mich nicht. Ich habe dann an mir gearbeitet und dachte, vielleicht stimmt es ja, was meine Mutter gesagt hat. Vielleicht stimmt es ja, was die Partner, die Ex-Partner, die an mich nicht rangekommen sind, angeblich. Ich bin stur, ich bin mal so, was ich mir alles angehört habe. Und ich habe das dann wirklich immer angenommen. Ja, okay. Hat ja nur bestätigt, was ich in der Tiefe über mich selbst annehme zu sein, nämlich reicht nicht. Reicht nicht, dass ich geliebt werde. So, also muss es ja bei mir hängen. Ja? Aber. Ich habe recht früh gemerkt, dass jeder Mensch ein Resonanzkörper ist, eine Sendeantenne und eine Empfangsantenne. Das heißt, wir alle senden und empfangen ununterbrochen. Die wahre Berufung ist nicht, was du dir suchen musst. Die wahre Berufung ist zu sein, was du bist. Weil du sendest sowieso. Und egal, wer dir begegnet, ist nie ein Zufall. Der Mensch, kennst du das? Du läufst durch den Supermarkt und dann denkst du schon, oh, wenn du reinkommst, ey, muss die mich jetzt dreimal hier schneiden? Die hat eine Energie. Komischerweise läufst du durch diesen Supermarkt und die kommen immer wieder am Regal zu dir. Wenn du aber genau spürst, die sucht unbewusst deine Energy. Und ich unbewusst, oh nee, ich will das nicht fühlen. In Wirklichkeit will ich gerade nicht fühlen, wie es mir gerade wieder hier geht, wirklich. Und sie macht es unbewusst im Sinne, weil sie ja irgendwo Energie ziehen will. Und ich habe ein anderes Verständnis schon immer gehabt von Liebe. Bei uns zu Hause früher wurde viel getratscht am Tisch. Es ging immer nur um die anderen. Es wurde nie gut von anderen gesprochen. Das war so auf dem Dorf. Und ich habe immer gedacht, oh je, wenn ich nicht da bin, reden die wahrscheinlich genauso über mich. Und ich habe aber verstanden, dass das nicht meine Form ist von Liebe. Also sie redeten alle von Liebe. Oh, ich hab dich lieb. Oh, ich dich auch. Aber ich habe es nicht gefühlt. Da ist schon Liebe, aber wenn da Bedürftigkeit drin sind und alle in der Rolle sind, kann Liebe nicht empfangen oder wirklich gegeben werden, weil wenn einer sie nicht empfangen kann, kannst du sie ja geben, wie du willst, ja. Das ist ja dann kein Kreislauf. Und dann habe ich verstanden, dass die wahre Liebe für mich ist, erstmal ich zu sein. Und das heißt, in der Zeit, in der wir leben und auch immer leben, viel Lebwohl. Viel loslassen, weil du spürst, dass du dich ab einem bestimmten Punkt, wenn du etwas leben willst, wie sie es alle leben, nicht kannst. Dann verliere ich Energie, bin erschöpft. Ich hatte Partner, wo ich neben denen lag und ich habe nicht verstanden, warum ich depressiv werde, warum ich jeden Morgen noch müder wurde. Ich hatte keine Inspiration mehr. So, da könnte man jetzt sagen, ach, die Alte ist abgespalten, hat ein Beziehungsthema. Ach ja, die kann eben nicht. Ne? So, das sind jetzt ihre Themen, die hochkommen. Ja, auch. Aber weißt du was, wenn energetisch, wenn du in Feldern denkst, spürst du, ob jemand wirklich deine Frequenz ist oder ob er dir nur dient, gerade eine alte Sache hochzuholen, zu fühlen und dann geht der von alleine raus. Oder du leidest nicht im Liebesdrama, sondern es ist gelöst in dem Moment, wo du es gefühlt hast, dann bist du neutral. Und ich glaube, dass Lieben in allererster Linie, also so viele sprechen von Liebe. Nimmst du ein Gefühl noch nicht an, kannst du gar nicht wirklich lieben, weil du dich selbst nicht liebst. Dann bist du auf dem Weg da draußen in der Bedürftigkeit und hast immer noch die Erwartung, dass Papa, Mama oder irgendjemand da draußen etwas für dich bereithält, was du brauchst. Sie haben es eh. Sie haben es eh. Durch ihre Anwesenheit haben sie es schon, egal was da in dir passiert. Die wahren Geschenke sind im Innern. Welche Gefühle löst es aus? Und oft ist es so, dass Menschen sich kennenlernen, dann treffen die sich, alle schick und schön, dann geht erstmal auf Resonanz, wo man sich gut versteht. Ja, aber irgendwann kommt das, was wir verdrängt haben, was wir nicht fühlen wollen, an die Oberfläche. Und wenn dann zwei Unbewusste aufeinander losgehen, hast du nur noch zwei Traumatisierte, die projizieren. Ja. Und ich habe mich einfach entschieden,
solche Beziehungen nicht zu nähren. Und wenn ich merke, dass ich in so eine reinrutsche, weil eine Wunde noch aktiv ist und ich vielleicht noch mal eine Wiederholung brauche, früher oder später gehe ich. Das ist bei mir genauso. Weißt du, ich habe erlebt, wie also ich hatte dieses Liebesthema auch ganz stark, dieses Ich liebe dich, wenn. Mir wurde immer erzählt, Anke, ich liebe dich. Aber nur wenn du dieses machst, jenes machst, gut in der Schule bist, was weiß ich, eine gute Ehefrau, eine Hausfrau bist, keine Ahnung. Und ich habe als kleines Mädchen dieses falsche Liebesspiel schon durchschaut. Ich habe aber dann, wie wir alle, habe ich mich angepasst und habe halt mitgespielt. Und habe mich selbst immer in Zweifel gezogen. Es lag immer an mir. Also ich bin immer, ich habe nie den anderen in Frage gestellt, sondern immer mich. Und dann nach dieser Erfahrung, wo ich diese wahrhaftige Liebe erlebt habe und diese Schwingung dann so hoch war, die ich mit in meinen Körper gebracht habe, dann lösten sich durch diese hohe Schwingung in mir sämtliche Zweifel auf. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich an der Schöpfung keine Zweifel mehr hatte, an meiner Seele keine Zweifel mehr hatte, dass das einfach eine erlebte Erfahrung wurde. Aber ich habe gemerkt, auch danach dann, ich ziehe auch mich nicht mehr in Zweifel. Also dieses ganze Thema war wie ausgelöscht, wie komplett transformiert. Ich muss da gar nicht mehr rein. Ich muss in viele andere Themen noch, wie Abhängigkeiten oder auch meine Glaubensmuster, die noch in mir gespeichert sind oder so. Aber dieses Liebesthema, das ist komplett, ich sage immer, durchlichtet. Und, oder was heißt komplett, aber soweit ich es im Moment greifen kann. Ich glaube, wir müssen gar nicht immer wieder und wieder in diesen alten Kakao rein und uns einzelne Puzzlestückchen angucken von diesem 100.000 Teile Puzzle, sondern es ist eine Wahl. Ich erhöhe jetzt meine Schwingung. Ich gehe nicht mehr in die niederen Frequenzen der anderen rein. Ich wühle nicht mehr in deren Themen rum und gehe da immer fleißig, immer wieder mit deren Kladderadatsch in Resonanz, sondern ich erhöhe meine Schwingung kontinuierlich. Und dann löst sich das automatisch. Also ich falle immer rein, also ich hatte ein Erlebnis und ich glaube, das ist jetzt auch das, was viele merken. Sie haben Öffnungen für kurz, sie haben Momente, wo sie ins Feld schauen, hinter den Vorhang blicken oder Liebe, echte Liebe fühlen. Das sind Erfahrungen, die wir bis in die Zelle, ja, machen und dann ist ein Wissen drin. Dann kann jemand quatschen, wie er will. Wenn das einmal gemacht ist, Stück für Stück, immer mehr, bricht ja sowieso das ganze Konstrukt, die Matrix zusammen. Weil der Verstand ist ja nur so aktiv und der ist am aktivsten bei jenen, die krass Gefühle festhalten, weil der Verstand ist nur ein Überlebensmuster, was schön deckelt. Ach, ich habe jetzt Enttäuschung gefühlt. Ja, naja, Moment, das weißt du jetzt so schnell. Fühl doch mal die Enttäuschung. Da rotzt und wasserholzt erst mal eine Stunde. Da kannst du gar nicht so schnell sagen, was du fühlst, weil du am Ende gar keinen Namen, kein Wort für dieses Gefühl hast. Wir haben aber die Erklärung schon vorher. Aber was nützt mir Wissen, wenn es mich erschwert und nicht befreit? Und die gefühlte Wahrheit, die kann der Verstand nicht verstehen, wenn ich sage, schau doch mal den Baum an. Wo bist du gerade genauso? Beschreib mir mal den Baum. Naja, der ist ein bisschen karg. Der ist gerade, es ist Winter, er blüht nicht. Er wirkt irgendwie traurig. Na so, einfach nur mal angucken. Aha, von wem redest du da gerade wirklich? Fühl mal, wo bist du dieser Baum? Ey, dein Inneres weiß immer. Dann wird dir erst mal klar. Und das ist das erste Mal, dass du diesem Baum überhaupt begegnest. Nämlich in dir. In dir. Also diese ganzen Verstandeskonstrukte, die fallen alle in sich zusammen. Und das wird eine spannende Zeit. Und dann dadurch kommt dieses, das Wortlose. Der wortlose Raum öffnet sich. Dann kommt ein höheres Wissen, das keine Worte mehr braucht und keine Erklärungen mehr braucht und keine Tools mehr braucht. Dieses höhere Wissen ist mit einem Zustand gekoppelt. Und dieser Zustand wiederum ist ein Gefühl für uns hier im Körper. Das heißt,
diese ganzen Wissenskonstrukte, diese ganzen mentalen Erklärungen, an denen sich viele noch festhalten und die sie sich selber dauernd erzählen, sind nur Geländer, an denen sie sich festhalten, um, wie du so schön sagst, ja nicht fühlen zu müssen, weil sie Angst haben, dass sie dann die Kontrolle verlieren, dass sie dann überschwemmt werden mit all dem, was so verdrängt ist. Aber das ist aus meiner Sicht der einzige Weg. Der einzige Weg, um die Liebe zu fühlen, in diese Wahrhaftigkeit hinein. Aber die ganzen Konstrukte, die fallen weg. Also ich fiel in diese Momente zufällig rein. Also mein größtes Erleuchtungs, also ich hatte drei. Also für mich war das Erleuchtung. Ich weiß auch nicht, wie lange es gedauert hat. Ich war joggen am Grunewaldsee und war auf einer bestimmten Ebene am Laufen in einem Tempo, wo ich gleichschwingend war mit den Gedanken. Und auf einmal merkte ich, wie ich habe das wahrgenommen, wie auf einmal sich die Frequenz verändert. Also alles bekam einen Glanz vor mir. Das Laub glänzte und funkelte. Ich war wie in einer 3D-Welt, nicht 3D-Welt, so, wie kennst du das in diesen 3D-Kinos, Ich kenne das ja. also wo alles auf einmal mehrdimensional war und so lebendig und so lebte. Und ich dachte, bewegen sich die Blätter? Und plötzlich guckte ich auf meine Hand und ich lief aber weiter. Und hatte hier wie ein Energiefilm drüber. Und dann habe ich noch so gespielt und dann war das auch noch da. Ich dachte, das ist jetzt ein Ding. Und dann gucke ich hoch und sehe diesen Baum. Und auf dem Baum saß ein Vogel. Aber das war gleichzeitig, ich nehme den Vogel wahr. Ich war der Vogel, ich fühlte den Vogel, ich war der Vogel selbst. Und dann hebt er sich ab und drückt sich mit den Füßchen weg und ich habe das selbst gemacht. Also ich war der Vogel und habe gespürt, wie ich mich gerade abdrücke und abhebe und über den See fliege. Ich war alles zeitgleich und habe alles zeitgleich wahrgenommen und habe mich selbst aufgelöst. Ich war nicht, ich war das, ich war all das. Obwohl ein Teil von dir noch weiter joggte. Das habe ich dann nicht mehr gepeilt. Ich weiß gar nicht, ob ich stehen geblieben bin oder weitergelaufen bin. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich stand dann irgendwann und war nur noch. Und dann, nach einem gewissen Zeitpunkt, war ich auf einmal wieder drin. Aber ich habe gemerkt, wie es wieder zurückgeht und so. Und dann war ich aber, ich musste dann wirklich mich hinsetzen. Und ich wusste, ich habe mich selbst durch eine Dimension gejoggt gerade, weil ich, mein Verstand hatte irgendwie ein Tempo, wo das war, ich habe mich wie in Meditation gelaufen. Und das hat sich so in mein System gesetzt, weil das war meine eigentliche Wahrheit. Und dieses Erlebnis, auch wenn wir es dann nicht mehr zurückrufen können, ist aber die Verankerung in uns. Und das einmal gemacht zu haben, hält dich ewig auf dieser Frequenz im System. Das heißt, du fällst nie wieder tiefer. Also nie wieder so tief, wie du da vorher gefallen bist. Nie wieder. Es ist ein Vorhang, der sich öffnet, weil es jetzt soweit ist, damit du nie wieder zurückfällst. Und da musst du auch nicht drüber nachdenken, dass du fällst nie wieder viel tiefer. Wenn dir einmal etwas bewusst geworden ist oder du einmal in deine Wahrheit eingetaucht bist, kannst du nie wieder ins Unbewusste zurückfallen. Es in diesem Bereich. Es geht nicht. Es ist unmöglich. Ansonsten würdest du dich selbst verleugnen. Du kannst nicht, egal was du tust, du fällst nicht mehr rein. Das ist krass, ne? Ja, das sind so Momente. Das passiert so vielen Menschen im Moment. Also ich erlebe viele, die haben so Angst vor dieser Hingabe. Also dir geschah es ja. Also du hast es ja nicht beabsichtigt. Viele haben, mir auch, ja, mit meinem Unfall, es geschah ja. Ich wurde da ja hineingeführt, durchgeführt durch diesen Todesprozess. Und viele haben so viel Angst davor, vor dieser Auflösung, vor diesem alles. Ja, wenn wir in diesen Zustand gehen, den du gerade so schön beschrieben hast, dann löst sich eine alte Struktur auf. Es löst sich eine alte Glaubensvorstellung auf. Es löst sich eine alte Identität auf. Wir sterben. Unser altes Ich stirbt. Und davor haben viele Menschen Angst. Und dann eiern sie vor diesem Punkt rum. Und ganz viele werden aber da jetzt hindurch getragen. In diesen, Ist hier.
stehst, ich nenne es immer so, du stehst an der Tür und der Hinterhof. Ja? Und du siehst den Hinterhof schon, Tür ist schon spaltweit offen. Ja? Du weißt nicht, was in dem Hinterhof ist, weil die Referenz hast du nicht. Du weißt nicht, was da, weil da, wo es da jetzt hingeht, hast du keine Referenz, das kennst du nicht. Dein Verstand kennt es nicht. Aber dann stehst du da an dieser Pforte, an dieser Schwelle und willst. Und du weißt, dass da wie so Frequenzen sind an dieser Tür wie ein Portal. Und du weißt, wenn du da durchgehst, das weißt du unbewusst, weiß jeder. Wenn man da durchgeht, löst es sich auf. Wer bin ich, wenn ich, bin ich überhaupt nur ein Körper, wenn ich da durchgehe? Bin ich überhaupt, wenn ich da hinten durch? Du weißt das, wenn du da jetzt durchgehst, wirst du ein, gibt es keine Worte für, dann ist das, worüber ich hier gerade rede, nicht mehr existent. Genau. Selbst in meiner Wahrnehmung auch nicht. So, und an der Schwelle neigen wir, ist ganz logisch. Und dann komischerweise ruft der Ex plötzlich wieder an. Genau. Rein zufällig, die Mutter wieder einen Streit verursacht, ja, Angst vor Verlust, weil auch dein Feld, was noch nicht so weit ist, was an diesem Punkt gerade nicht steht, spürt es. Das heißt, lieber streiten, wenn wir uns schon nicht lieben können, damit du schön in dieser Energie bleibst und ja nicht durch diese Tür jetzt gehst. Das weiß jeder, das ist unbewusst im Kollektiv. Das ist unbewusst im Kollektiv. Und da durchgehen heißt, wirklich zu sterben im Sinne von, es ist ja eigentlich nur ein Tod, der fühlt sich aber schlimm an. Ja. Wer sind wir denn danach? Genau. Da können dir alle, die schon durchgegangen sind, können dir noch so oft davon erzählen, wie genial es ist und dass sie nie wieder ins Alte zurückfallen würden. Die Angst vor diesem Schritt, die übersteigt alles. Die übersteigt die größte Sehnsucht. Dieser Schritt passiert in jedem Moment. Ich meine, wir beide sprechen gerade. Ich laufe gerade durch das Portal, allein durch den Umgang mit dir. Wenn ich jetzt dieses Gespräch wirklich empfange und in mir arbeiten lasse, bin ich durch. Und das passiert ja jeden Tag tausendmal, wenn du unterwegs bist. Weißt du, was das Geniale ist, Peggy? Auch mir geschieht es durch das Gespräch mit dir. Du hast Portale oder Räume, die ich für mich noch nicht richtig geöffnet habe. Die trägst du aber sperrangelweit offen in deinem Feld. Ja? Also wir nähren uns gegenseitig. Ich habe Räume, die habe ich in mir geöffnet, die sind für mich ganz natürlich. Und du kannst jetzt dadurch, dass wir uns Zeit nehmen füreinander und in diesen Austausch gehen, kannst du da hineingleiten und durch diesen Vorhang schreiten. Und ich mache das Gleiche bei dir. Also wir beide gehen aus diesem Zusammenkommen unglaublich bereichert heraus, genährt heraus. Ich bin jetzt schon gespannt, wie sich für mich dann die nächsten 2 Stunden anfühlen, weil ich dann gucken kann, was ist denn neu? Was hat die Peggy mir denn für Zugänge geschenkt? Ja, geht mir auch so. Und das ist das Tolle, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die so bewusst auf diesem Weg sind. Ja, wir alle haben so viele Geschenke in uns, in unseren Feldern. Und wir alle stellen sie zur Verfügung. Du auch, du läufst sperrangelweit offen durch die Gegend. Und wie mit so einem Bauchladen, ja. Und jeder darf sich bei dir bedienen, wenn er möchte. Und ich mache das auch. Und ich glaube, genau das ist einer der wundervollsten. Erstens ist es ein weiblicher Weg, ein emotionaler, herzlicher Weg, ein verschenkender Weg. Und er ist unglaublich leicht, weil wir brauchen uns nur Zeit nehmen mit Menschen, die uns etwas schenken möchten, in einer hohen Schwingung. Und der Rest geschieht von alleine, wenn wir uns darauf einlassen. Dann gehen wir durch diese Pforten, dann gehen wir durch Genau. Vorhänge. Wir hatten das doch auch im Interview. Wir haben ja jetzt schon zwei gemacht, ne? Noch in München eins. Da hatten wir doch auch zweimal so einen Moment, wo wir nicht mehr reden konnten. Also wo wir zeitgleich reingefallen sind. Ich hatte das vor kurzem bei einem Seminar in Erding. Da war der ganze Tag, war die Schwingung mit 350 Menschen war irre.
Da war die Ute Ulrich dabei und sang einen Song, der heißt Ich bin alles. Und ich bin der Himmel und das Meer und ich bin die Vögel und der Baum und was weiß ich. Eine Energie, der Saal konnte hinterher nicht klatschen. Ich stand auf der Bühne, mir liefen die Tränen, der letzte Ton verklang, es war eine heilige Stille in diesem Raum. Und die Menschen haben sich nur so verabschiedet, jedes Wort hätte diese Schwingung zerstört. Und ich habe dann nur noch ins Mikrofon geflüstert und habe gesagt, so, und jetzt kommt gut nach Hause, wir sehen uns morgen wieder. Und sie sind in einer Ruhe, haben sie schweigend den Saal verlassen. Es war magisch. Und das ist das, wenn die Schwingung sich so anhebt, dann braucht es keine Worte mehr. Ich habe dann immer so ein Glucksen, so ein Lachen. Das ist so das Letzte, was dann noch da ist. Weißt du, was ich meine? Es ist dann so dieses, naja, du weißt, was ich meine. Peggy, was für ein Irrraum. Ich glaube, das müssen wir öfter machen. Ich habe gerade so das Gefühl, ich bin gerade so, ja, den kann man nicht so bewusst aufmachen, der passiert. Das ist jetzt so ein Moment. Ich habe keine Worte mehr. Es ist rund, es ist wie durch. Wir haben einen Riesenraum geöffnet. Wir haben hier in diesem Gespräch Riesenfelder geöffnet. Es geht um die Liebe. Es geht um die Öffnung nach oben und es geht um die Öffnung nach unten in die Tiefe hinein. Um die Bereitschaft. Also, ich habe gerade noch einen Impuls. Darf ich den sagen? Unbedingt. Wir haben ja gerade diesen Raum aufgemacht. Wir sind jetzt in so einer ganz spannenden Energie gerade. Und mir kam gerade die Idee, du weißt ja, dass ich Karten lege, weil die jetzt zuschauen, wir haben uns ja hier verabredet. Ja, wir alle. Es gibt ein Erlebnis, wo wir alle, wenn wir schon von der Schwelle sprechen, und ich würde gerne eine Karte ziehen von meinen Erlebniskarten aus dem Märchen, welches Erlebnis das ist. Lust? Unbedingt. Okay, es geht darum, wir stehen an dieser Schwelle und jedes Erlebnis, was wir haben, ist ja das Erlebnis, was uns jetzt gerade, wie gehen wir damit um und welches Geschenk hält es für uns bereit? Also, wenn wir schon in dem Raum sind, löst sich doch das jetzt spielerisch auf, oder? Oh ja. Nein. Oder merke ich gerade so wieder krass. Okay, was ist das Erlebnis? Erlebnis, hier ist es. Oh. Ach. Das ist jetzt spannend. Was kommt dir da? Also mir kommt sofort was. Viele wollen flüchten in die Spiritualität. Viele flüchten in eine geistige Ebene. Sie wollen unbedingt in diese Ebenen, weil sie auf einer tieferen Ebene etwas nicht fühlen wollen. Und Aufstieg ist für manche auch ein Gefühl von Flucht, sich auf irgendeiner Ebene auch betäuben mit anderen Dingen, mit Dingen, die man auch nicht nachweisen kann. Ich glaube, hier ist auch eine ganz krasse Energie von, ich will ja unabhängig sein, aber auch dieses mal zu gucken, wenn man flüchtet, verletzt man sich auch immer selbst. Ja, vor allem diese Flucht funktioniert ja nicht. Wir können nicht einfach alte Türen schließen, ohne sie vorher aufzuräumen. Wir können nicht einfach in die Licht- und Liebe-Ebene einziehen und die anderen machen für uns den Rest. Das funktioniert in diesem Fall nicht. Aber es gibt ja auch Menschen, die flüchten jetzt in Projektion nochmal. Sie fallen nochmal zurück, weil die Flucht, das kennen Sie ja, Flucht ist eben auch Streit, was nicht anschauen wollen, immer wieder auch im Kopf zu rutschen und sagen, ja, ich muss ja von irgendwas leben, ich muss ja irgendwie Geld verdienen, ich kann ja diesen Sprung jetzt nicht machen. Ist auch eine Flucht. Ja, klar. Ausreden sind Flüchte. Das heißt, hier dürfen wir nochmal hinschauen, wo wollen wir uns einerseits flüchten in eine höhere Ebene, weil wir glauben, da geht es uns besser. Du kannst vor deiner Wahrheit nicht flüchten. Du nimmst den Mottich mit. Und wenn du auswanderst, viele wollen jetzt auch auswandern und gehen weg, weil sie glauben, ach na ja, irgendwo in Amerika geht es mir besser.
Am Ende ist immer, wenn Flucht drin ist, ist es die Angst vor einem Zustand, weil wir nicht akzeptieren, dass da, wo wir gerade sind, nun mal unsere Wahrheit ist. Und zwar jetzt. Aber das ist jetzt auch krass. Eine Karte noch dazu, okay? Ja, unbedingt. Das ist der Kopf, wir wollen flüchten. Nee, zwei Karten müssen wir noch. Einer im Kopf flüchten. Wir wollen flüchten und tun uns damit weh, indem wir im Kopf bleiben, mit Erklärungen und Rechtfertigung. Auf Herzebene, oh, jetzt kommt's. Auf Herzebene, oh, das ist jetzt das Beste, was wir gemacht haben jetzt noch. Also, das ist der Hammer. Auf Herzebene. Der Schmetterling, ach Gott. Verwandlung, die dran ist. Und auf Handlungsebene, Zeit verstreicht. Also, ich nehme das hier wahr. Im Kopf, wir flüchten in den Kopf. Wir flüchten in die Erklärungen, wir flüchten in die Worte. Aber auf Herzebene ist der Raupenzustand eigentlich schon längst durch und wir raffen nicht, dass der Verstand uns in einem Raupenzustand hält. Wir sind längst das, was wir sein wollen. Wenn wir das verstehen und fühlen, wo wir uns gefangen fühlen. Und wenn wir das nicht fühlen, können wir nirgendwo hin. Und Zeit verstreicht heißt im Grunde, wenn du es festhältst. Wenn es Zeit nicht gibt, dann bleibst du eben da, wo du bist und dann machst du eben deine Erfahrungen noch auf der Ebene. Aber ich glaube, dass das schon eingraviert ist, eingraviert in Stein gemeißelt, dass etwas dauern muss. Das Verständnis, dass es immer lange dauern muss. Wer sagt das? Wer sagt das? Und Es wenn ist nur der Verstand. Das ist wiederum an den Verstand gebunden, die Zeit. genau, wir wollen flüchten, indem wir, oh, wir wollen uns verwandeln und fliegen. Erstmal, wieso müssen wir uns verwandeln, wenn wir doch einfach nur fühlen müssen, was wir sind? Und dann eben auch, ah, das halte ich hier nicht aus, es läuft schon viel zu lange hier. Das ist doch der Schlüssel, das ist doch der Schlüssel, das zu verstehen, worum es hier wirklich geht. Hier geht es erstmal um den Zustand, den wir lieben dürfen, was ist. Egal wie lange der schon anhält. Und dann fliegen wir von alleine daraus. Ja, auch und egal, wie lange der Schmerzpunkt, die angebliche Ursache schon her ist, ja, oder die Themen, die wir so in uns tragen. Auch das ist ja so eine Verstandeserklärung. Ich kann ja nicht, weil mir hat man ja wehgetan. Ich habe ja die und die Prägungen. Die Urwelt, ich glaube auch das Zeitgefüge, hier geht es nicht nur um die Uhr und die Zeit, hier geht es auch darum, der Schmetterling, wenn der die Flügel aufmacht, kennst du das, wenn der sich entpuppt, dann rollt er diese Fühler aus und wieder zusammen und guckt erstmal, wo bin ich denn hier gerade, in welcher Frequenz? Und dann wartet er, bis die Flügel trocknen und mit dem ersten Windstoß, der dann kommt, fliegt er ab. Er weiß gar nicht mehr hinterher, ob er Raupe war oder nicht, der ist jetzt Schmetterling, er ist ein völlig anderes Wesen. Und ich glaube, das ist auch das Entscheidende, dass wir dieses Zeitgefühl ja dann verlieren. Und ich glaube, wir wollen an der Zeit hängen. Also wenn wir kein Zeitgefühl haben, das merkst du ja selbst. Ich gucke immer auf die Uhr, 22, 22, 3:03 Uhr. Es sind immer die gleichen Zahlen. Ich merke, dass ich manchmal den ganzen Tag irgendwas gemacht habe und habe nicht gemerkt, dass der Tag durch ist. Ich habe gar keine Tage mehr. Ich bin immer im selben Zustand. Das heißt, die wie früher jetzt bis Sommerferien denken und ich habe das nicht. Ich weiß noch nicht mal, wie alt ich bin. Das Und geht da mir geht es auch. genauso. Ich muss den alten Commodore-Computer da oben anschmeißen, um zu rechnen, wie alt bin ich eigentlich, oder um mich zu erinnern. Es spielt keine Rolle mehr. Naja, weil ich es wirklich nicht weiß. Die fragen, wie alt bist denn du? Ich so, bin ich jetzt 48 oder 49? Bin ich das schon? Dann lass mich andere rechnen. Wie alt bin ich denn, wenn ich 74 geboren bin? Also das ist irre. Und ich glaube, da geht es um dieses Festhalten an unserem linearen Verstand, der gebunden ist an Zeit, an auch dieses Gefühl, die Zeit läuft ab. Wer sagt das? Das Schöne ist, wir können dann ja damit spielen. Wenn ich Zeit brauche für irgendetwas, dann ist das eine Entscheidung und dann dehnt sich die Zeit. Dann kriege ich die kompliziertesten Geschichten, die früher vielleicht 3 Tage gedauert haben, kriege ich in ein paar Stunden erledigt. Es fühlt sich an, als würde sich dieser Zeitkorridor öffnen und weiten. Also ich habe gerade noch so einen Impuls, wer sagt denn, wenn ich die Karten umdrehe, dass die Verwandlung nicht längst geschehen ist?
Und zwar vor langer, langer Zeit. Wir sind einfach nur mal in eine Illusion geflüchtet. Also du kannst es hier drehen, wie du willst. Es ist immer so, ja. Es geht um das, dass alles da ist. Es gibt kein Außen, was dir eine Antwort gibt in dir. Du brauchst es nur, um das zu bestätigen, was du längst weißt. Also, so sehe ich das, ja. So fühle ich es. Ja. Und jetzt sind wir wieder im Irdischen, ist meine Wimperntusche verschmiert. Oh, herrlich. 5 Stunden. Leben lang, viele Leben mit dir sein. Peggy, mir ist kalt. Ich habe Engelsschauer, Gänseschauer, den Begriff mag ich nicht mehr. Engelsschauer am ganzen Körper. Du schenkst und öffnest mir energetische Frequenzen, die ich nicht in mir trage oder nicht ausgebaut habe. Du bist so eine Bereicherung. Ich glaube, das ist dir überhaupt nicht bewusst, Wahrscheinlich was du nicht, für ein wundervolles nee. Erdenlichtwesen hier bist. Ich wünsche mir von Herzen, dass wir das wiederholen. Freue mich auf alles, was kommt. Wollen wir noch kurz erzählen, was du gemacht hast? Ich erzähle das mal. Peggy und ich kamen auf die Idee, dass sie so toll die Karten legt. Magst du nicht mal die Karten für meine Community, für die Menschen, die das jetzt hier hören, legen? Und Peggy hat das gemacht. Und da kam eine unglaubliche Legung raus. Ich durfte gestern schon mal reinhören. Und wir werden sie zeitgleich hier mit diesem Gespräch veröffentlichen. Das heißt, ich verlinke euch hier unter dieses Video den Link zu Peggys Kanal. Und da könnt ihr mal drin stöbern und könnt mal in ihre Märchen eintauchen, in ihre Kartenlegungen, die immer auch was mit dir zu tun haben, die dich immer in Räume, in energetische Felder, Zeitlinien hinein, Dimensionen hineinführen, in die du ganz spielerisch mit hineingehen kannst. Aber eins verspreche ich dir, wenn du das tust, Peggys Energie verändert was in dir. Und ich kann dich nur bitten, lass dich einfach neugierig drauf ein. Lass dich in diese Energie fallen. Du brauchst nichts zu tun. Nimm dir ein schönes Glas Wein, genieß die Stunde, die du dann mit Peggy hast, und lasse geschehen. Beobachte und fühle, was in deinem Körper geschieht, während du Peggy zuhörst. Es ist eine Schau. Habe ich selten erlebt, ist gigantisch. Und das hast du für uns, für unsere Community gemacht. Und du hast dich in meine Energie eingeklinkt. Ich verlinke das hier drunter. Bitte, bitte guckt euch das an. Noch eine kleine Überraschung. Also, wir nennen es Dimensionsreise, das Video. Das trifft es doch, oder? Und ich habe gerade geguckt, der Tee will noch was sagen. Liebe ohne Vertrauen, das ist wie ein Fluss ohne Wasser. Und der Fluss ist immer da. Nur wir glauben, dass wir kein Wasser sein. Dass wir nicht fließen können. Mir kommen die Tränen gerade. Obwohl wir der Fluss sind. Wir sind pures Vertrauen. Wir sind pure Liebe. Wir sind all das schon. Wir brauchen uns nirgendwo hin transformieren. Wenn wir erkennen, was wir sind. Also ich bin gerade angekommen. Danke. Peggy, ohne Worte, ich danke dir. Danke, danke euch allen. Ich danke euch allen fürs Raumhalten, fürs Dasein, für euer Dasein in dieser Zeit. Lasst uns an die Hände nehmen.
dass du uns unsere Energie miteinander teilen, Knotenpunkte füreinander sein, wie es die Peggy am Anfang so schön gesagt hat. Dann können wir immer wieder in diese Frequenzen eintauchen. Wir sind nicht allein. Wir sind alles andere als allein. In uns nicht und im Außen auch nicht. In diesem Sinne, Peggy, ich weiß, wir beide hören uns ganz bald wieder. Also kalt im Sinne von dieser Schauer von Erlebnis pur. Oh, ich liebe dich, ich liebe euch alle. Ich bin gerade voll im Flow. Ciao, ihr Lieben.